Begeisterter Empfang für die nordischen Kombinierer im Deutschen Haus in Pyeongchang. Nach den Einzelsiegen von Erik Frenzel und Johannes Ritzek waren die deutschen Sportler auch im Teamwettbewerb nicht zu schlagen. Mit 52 Sekunden Vorsprung auf Norwegen holte sich die deutsche Mannschaft die Goldmedaille und machte damit das Triple perfekt. Das kühle Bier hatten sich Erik Frenzel, Johannes Ritzek, Fabian Riesle und Vinzenz Geiger redlich verdient. Im Wettbewerb hatten die deutschen Kombinierer einmal mehr bewiesen, dass sie bei diesen Olympischen Winterspielen eine Klasse für sich sind. Nach dem Springen war das DSV-Quartett noch Zweiter. In der Loipe ließen die deutschen Sportler aber alle Konkurrenten hinter sich. Diese Olympischen Spiele seien ein Traum für ihn, sagte Erik Frenzel. Ja, so richtig glauben kann ich es noch nicht. Ich habe irgendwo immer noch so dieses Gefühl, dass mich irgendwo mal jemand kneift und sagt, okay, dieser Traum ist vorbei. Aber grundsätzlich war es einfach ja, mega genial. Es hat einfach angefangen ja, mit dieser Fahnenträgergeschichte, die einfach für mich schon so großartig war. Einfach so viel Euphorie, so viel positives Gefühl, was ich da mitnehmen konnte, jetzt auch für meine Wettkämpfe. Und die drei Medaillen jetzt noch dazu, das hätte ich im Vorfeld mir wahrscheinlich nie ausgerechnet, so wie das jetzt hier abgelaufen ist. Und von dem her bin ich einfach mega dankbar, dass das alles so cool war und dass ich das natürlich auch mit so einem großartigen Team erleben durfte, ist noch umso schöner. Ein dreifacher Goldmedaillengewinn in der nordischen Kombination ist vor Deutschland bislang nur Finnland 2002 gelungen. Nicht nur an ihre Siege, sondern auch an die Feier danach werden sich die deutschen Kombinierer wohl noch lange erinnern.